Was machst du, wenn du mit deinem 25-Kilo-Rucksack im Schnee stecken bleibst? Bis zum Hals im Schnee. Du nicht vor, nicht zurück kannst. Du sinkst immer tiefer und tiefer. Wie Treibsand zieht sich der Schnee runter. Mein Name ist Oliver Gült und ich bin Fotograf aus Leidenschaft. Alles fing an mit einem Anruf von meinem besten Freund Hendrik. Er suchte jemanden, der in einem Gasthaus in den Bergen arbeiten würde. Tja, und 3 Wochen später sah ich den Flieger auf nach Japan. Durch meine Arbeit im Gasthaus lernte ich schnell die Locals kennen. Innerhalb kürzester Zeit wurden wir Freunde und gingen auch schon bald zusammen das erste Mal auf den Berg. Gerade da oben ist die Ausrüstung extremen Bedingungen ausgesetzt. Wichtig war, dass sie dabei flexibel bleibt. Also entschied ich mich für einen Tamron 15-30, 24-70 und 70-200. Den konnten selbst Schnee, Eis und Wind nichts anhaben. Snowboard angeschnallt, Rucksack auf, ab dafür. Es ist extrem von Vorteil, mit Menschen zusammenzuarbeiten, denen du vertraust. Dein Leben anvertraust. Der Berg, Schneestürme und minus 20 Grad verzeihen dir nichts. Japan war mein Kreativ, mein Herzensprojekt. Das war halt dringend notwendig. Nach allen Auftragsarbeiten bist du irgendwann kurz vorm Ausbrennen und brauchst wieder etwas, das dich leidenschaftlich nach vorne pusht. Wenn ich eines aus meiner Reise gelernt habe, dann ist es das, du bis an deine Grenzen gehen musst, viel mehr. Du musst aus deiner Komfortzone ausbrechen, die richtigen Menschen kennenlernen, mit denen an Orte gehen, die du niemals gesehen hättest, wenn du nicht Fotograf wärst. Und nur so wirst du big in Japan. Ja, nicht nur er, sondern auch sein Equipment war härtesten Bedingungen ausgesetzt, Ladies and Gentlemen. Bitte begrüßt mit einem herzlichen Applaus. Hier ist Oliver Gült. Yeah! Danke, Chris. Richtige Fanbase mitgebracht hat er hier. Ja? Danke dir. Sehr schön. Oliver, also, wir haben schon einiges gesehen jetzt hier im Video. Das war ja nicht nur Spaß. Du bist ja da über deine Grenzen auch hinausgegangen. Absolut. Hast am Ende des Tages sogar die große Liebe gefunden. Ja, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber da ist ja alles passiert in dieser Zeit. Hätte ich mir auch nie erträumt, wirklich. Oder? Also aus diesem Zufallsprojekt, was man da gesehen hat, ist dann wirklich das Projekt meines Lebens raus entstanden. Und darüber wirst du uns jetzt erzählen, deshalb überlasse ich dir die Bühne und melde mich dann gleich Danke wieder. Danke dir. Oliver, Danke, viel Spaß. Chris. Ja, Big in Japan, mein Thema, Oliver Gült, der Fotograf. Ja, es war cool, dass ihr alle da seid und viele Gesichter kenne ich ja und will sagen, fangen wir eigentlich direkt mal an. So, wer bin ich überhaupt? Dieser lustige Typ, der bin ich. Viele kennen mich vielleicht auch schon von den Workshops, die ich ab und zu mache. Also Werbefotograf aus Köln, bin hier ansässig. Und bin selber Skater, Surfer und Snowboarder. Das erste Mal auf dem Brett stand ich tatsächlich mit 10 und stehe immer noch auf dem Brett. Also heute Abend gehe ich wahrscheinlich wieder ein bisschen brettern, nach dem ganzen Stress hier. Kamera habe ich entdeckt, das erste Mal mit 14 Jahren. Da habe ich meiner Tante eine Kodak-Kamera geklaut. Und zu dieser Zeit gab es kein Instagram, es gab kein Facebook. Und das allererste Samsung oder das allererste iPhone war auch noch gar nicht auf dem Markt. Sprich, man musste fotografieren mit der Digitalkamera. Ja. Aber ich sag mal jetzt genug von mir. Der eigentliche Grund für meine Japan-Reise war genau das hier. Ich wollte nicht nur in das Land, um geile Bilder zu machen, ich wollte in das Land, um die Menschen kennenzulernen. Ich wollte die Kultur kennenlernen.
Das Ganze, was man aus dem Lonely Planet kennt, genau das wollte ich kennenlernen. Aber ich wollte noch viel mehr. Ich wollte das richtige Japan kennenlernen. Und deswegen habe ich mich damals entschieden, Anfang des Jahres, boah, Olli, gehst nach Tokio oder nach Kyoto, die Stadt jeder irgendwie mal kennt oder gehört hat, oder gehst du ganz woanders hin? Und ich habe mich so entschieden, ich gehe nach Echigo Yusawa, also ein 10.000 Einwohnerdorf, da leben nur Locals, sprechen nur Japanisch, kein Wort Englisch, kein Wort Deutsch. Und deswegen sind da diese schönen Erinnerungen entstanden. Aber in Japan habe ich nicht nur diese schönen Erinnerungen, diese tollen Menschen da getroffen. Ich habe so ein kleines Mitbrinseln mitgebracht aus Japan. Hier vorne sitze meine Freundin. Thank you, Jana, for your daily support. Thank you so much. Und die hilft mir immer noch bis heute. Danke dir. Ja, aber genug hier von Erinnerungen. Wir sind ja nicht auf der Memory Kina, wir sind auf der Photo Kina. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir mit Fotos an. Und wie fangen Fotos heutzutage an? Fotos fangen meistens so an. In Instagram. Instagram, ihr kennt das mal wieder, irgendwie so ein cooler Kumpel oder Kumpeline von euch hat so ein geiles Foto gepostet und ihr denkt euch jetzt mal natürlich jetzt wieder, boah, wie zur Hölle hat er wieder die Kohle her, um wieder nach Japan zu fliegen und dieses geile Foto zu machen, mal eben mit dem Handy drauf gehalten. Ihr kennt das, ihr werdet neidisch davon und denkt euch, ja scheiße, und du als Fotograf, du stehst dann da. Egal, was die Leute meist nicht wissen, als ich auf so ein Foto mehrere Monate gewartet habe, tatsächlich 1,5 Monate gewartet, bis das Wetter so aus war. Die Realität ist das hier. Jeden Tag, wochenlang, sah das Wetter so aus. Das frustriert dich natürlich irgendwann so ein bisschen. Da wartest du, da denkst du, ja komm, dann warte ich mal so ein bisschen. Einen Tag gewartet, eine halbe Woche gewartet, eine Woche gewartet. Und dann denkst du so, boah, also so langsam muss ich mal was fotografieren. Ich muss was liefern langsam. Tamron war auch schon so ein bisschen hibbelig langsam und gesagt, boah, wie sieht's denn aus jetzt hier? Wir haben dir die 3 Objektive mitgegeben, mach doch mal was, liefer was. Also musste ich liefern. Und ich sag mal so, wir wären nicht Fotografen, wenn wir aus diesem Bild nicht was Geiles machen könnten. Das haben wir gemacht. Wir haben aus dem Bild das hier gemacht. Wie habe ich das gemacht? Ich habe gesagt, das Wetter ist scheiße, ist Blitzlicht unmöglich bei dem Wetter, die gehen sofort kaputt dabei. Also habe ich gesagt, okay, machen wir Kunst draus, machen wir mal einen natürlichen Freisteller. Ich habe mein Foto ganz bewusst Exposure 2, also die Überbelichtung eingesetzt bei plus 2, um den Schnee ausbrennen zu lassen. Leute, macht das. Wenn ihr quasi, das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr so diese künstlerischen Aspekte auch eingeht. Das ist übrigens auch der liebe Rio gewesen, unheimlich netter, cooler Typ, Japaner war das, sofort Best Friends, eher kein Wort Englisch. Ja, Deutsch war sowieso nicht drin. Wir haben uns sofort verstanden, wurden beste Freunde. Und wenn ihr quasi sowas habt, die Überbelichtung einsetzt, dass der Schnee ausbrennt, Schnee reflektiert weiß, nutzt das als Studiohintergrund, nutzt das als die größten Lichtwand dieser Welt, dann kriegt ihr diese freigestellten Fotos hin, die so einen schönen Studiolichtcharakter haben, inmitten diesem dunstigen, tristen Wetter. Oh, das war mal so ein bisschen was zum Anteasern, aber hinter jedem Foto, was ich mache, oder hinter vielen Fotos, gerade wenn wir sagen, wir wollen eine Geschichte erzählen, und diese Geschichte habe ich jetzt einfach mal The Way genannt. Das ist die Geschichte hinter meinem Bild. Ihr kennt jetzt alle Fotos wie diese. Das haben wir gemacht für die Free Wild World Tour in Hakuba. Wenn ihr vielleicht jemand von euch kennt, die Free Wild World Tour ist das größte Free Wild Event für Ski und Snowboard. Da sind dann die Weltelite wie Wakanahama, Travis Rice, die fahren dann da. Die haben wir da fotografiert. Klar, ihr kennt alle diese Fotos, hängen bei mir riesengroß in meinem Penthouse in den Kranhäusern. Nein, ich wohne in Bickendorf, trotzdem schön da. Schön, ich auch mit einem eigenen Garten, ist wirklich cool. Es hängt auf jeden Fall bei mir jetzt schön über dem Fernseher. Aber was da für ein Aufwand da steckt, um das Foto zu machen. Und diesen Aufwand, Leute, fotografiert den ruhig mit. Das hat jetzt wirklich ein riesengroßes Team zustande kam und da wirklich, dass da eine Besprechung ist, dass man auf 3000 Meter sich mit den Guides abspricht, dass man mehrere Tage im Vorfeld guckt, wo kann ich hingehen, um die besten Spots zu machen. Und genau das wollte ich auch festhalten. Genau das präsentiere ich dann in meinen Büchern, auf meiner Webseite, bei meinen Kunden. Denn das gibt das fertige Bild, das Panoramabild, das ihr gesehen habt, einen viel höheren, emotionaleren Stellenwert. Weil der Kunde oder der Betrachter des Bildes einfach sieht, wow, wow, da steckt alles dahinter. Dass wir da auf 3000 Meter hochgefahren sind, aber da war auch nicht am Ende. Nee, dann ging es erst richtig los. Die letzten 300 Höhenmeter, die musste man zu Fuß hoch. Und ja, klingt jetzt nicht so viel, 300 Höhenmeter, ja, kann ich im Bergischen, im Sauerland auch mal eben kurz machen, eine Stunde.
Aber wenn das dann so Tiefschnee ist, 2 Meter, und du musst dann mit Schneeschuhen hoch, dein Rucksack wiegt so 25 Kilo, hast noch ein Snowboard unterm Arm und dann sind es so minus 20 Grad, dann zieht sich das, dieser Weg. Also nochmal ein paar Stunden Aufstieg gemacht da oben. Das sieht jetzt alles so schön sonnig aus. Was keiner weiß, dass wir unser Hotel, bis es so aus war, 3-mal nachbuchen mussten. Das Wetter war super beschissen. Ihr habt die eigene Hand nicht von Augen gesehen. Und gerade wenn ihr hier sowas macht, diese Fotos, Outdoor, Outdoor-Fotografie im grauen Land, plant euch einen Zeitpuffer ein. Zeit ist der Todfeind jedes Fotografen. Wenn ihr gerade unter Zeitdruck arbeitet, wird die kreativ auch schneller. Und deswegen haben wir uns auch einen Zeitpuffer eingeplant und deswegen haben wir auch diese Vorbereitung geschafft. Wenn ihr diese Vorbereitung getroffen habt, ich habe einen Kumpel mit dabei gehabt, Japaner kennengelernt, einfach mal weggeschnappt. Ich so, boah, hast du gerade mal einen Tag Zeit, ich brauche ein bisschen Hilfe. Mit ihm habe ich einen Listtest vorher gemacht, um das Licht einzuleuchten, um wirklich auf die Situation vorbereitet zu sein. Die Blende vorgewählt, auch mit Gegenlicht, meine Programme ausgewählt. Wenn ihr diese ganzen Vorbereitungen getroffen habt, im Vorfeld geguckt habt, boah, wo kann ich fotografieren? Wo ist der beste Spot? Mit den Guides gesprochen. Ganz wichtig, Absprache mit den Locals bei solchen Dingern. Dann schafft ihr Fotos wie diese. Und dieses Foto, da habe ich ein Zeitfenster gehabt von 45 Sekunden. Das ist die Wakana Hana. Das ist eine super nette Snowboarderin aus Japan. Die zählt inzwischen zu der Weltelite der Frauen in Freeride. Und die hat ein Zeitfenster von ungelogen 45 Sekunden. Danach musste sie sofort auf die Piste. Und während wir sie fotografiert haben, musste sie sogar noch den Instructor zuhören, der gesagt hat, wo sie langfahren muss und wo nicht. Das spricht, wir hatten gar nicht ihre volle Aufmerksamkeit bekommen. Wo wir dann abgedrückt haben auf dem Foto und gesagt, das sieht viel geiler aus, wenn sie mal nicht in die Kamera lobt, wenn die nicht da reinschaut. Und das war dann so ein Zufallsschuss, der geplant war. Und das, genau das macht es dann auch wirklich aus. Ich habe übrigens hier vorne mit einem Hypersync fotografiert. Das bedeutet, ich habe mein Blitzlicht, habe einen kleinen Blitzlicht gehabt, so einen kleinen Beauty-Dish. Es musste alles klein, musste alles leicht sein. Da ich ja quasi die letzten 200 Höhenmeter zu Fuß hochgegangen bin, da könnt ihr kein Studiolicht mitschleppen. Also von vorne ein bisschen aufgehellt, ein bisschen angeblitzt, Hypersync, aber war ungefähr 1160 ungefähr, war Blende 4 und ISO 100 gemacht, alles vorgewählt und dann haben wir das Foto in 20 Sekunden gemacht. So, da sehen wir jetzt, ja, Olli, ist alles cool, klar. Vorbereitung ist alles, verstehe, aber so weit komme ich ja gar nicht. Gebe ich euch recht. So ein Team hat man nicht immer. Das ist auch bei mir eher selten, so ein riesengroßer Aufwand. Tatsächlich sah meine Vorbereitung für meine Shootings so aus. Das war meine Shooting-Vorbereitung. Es war aber nicht nur meine Shooting-Vorbereitung, das war mein Model-Scouting. Und genau so, egal wo ihr seid in der Welt, so lernt ihr Models kennen, so lernt ihr die richtigen Menschen kennen, nicht nur Models, sondern richtige Menschen. Mit denen schafft ihr Freundschaften. Beim Zusammensitzen, beim Trinken, beim Essen, egal ob das in Japan, Afrika oder weiß der Geier wo, in Alaska ist mit Eskimos. Das schafft Freundschaften. Und wenn ihr sowas macht, nicht auf dem Berg ansprechen, ah, bist cool, kannst du mal. Nee, diese Leute, weil da schafft ihr Vertrauen. Und wenn ihr das alles gemacht habt, diese Leute, diese Locals, die bringe ich an Orte wie diese. Die stehen kein Reiseführer, stehen kein Lonely Planet. Das war Backcountry, das bedeutet fern abseits jeglicher Piste, jeglicher Zivilisation. Da gab es auch nichts anderes. Also die nächste Berghütte war dann so halben Tagesmarsch entfernt. Also da war er schon auf euch gestellt. Ja. So, und die zwei, die waren ja nicht nur meine Models, das ist ja das Schöne. Die zwei, die waren auch meine Lifeguards. Das war einmal der Kentaro und der Hiroshi. Unheimlich nette Typen, sehen zwar aus wie Brüder, aber wahnsinnig. Und da war es mir wichtig, das war das allererste Mal, wo ich so hoch auf den Berg gegangen bin. Da haben wir einen Anmarsch gehabt von ca. 6 bis 8 Stunden Aufstieg. Und das zieht sich schon und ihr merkt jedes Gramm. Da habe ich gesagt, ja okay, Blitzlicht ist nicht, ist zu schwer. Am ersten Tag kannst du nicht direkt sofort mit 30 Kilo rübergehen. Also das habe ich gemacht. Ich habe jetzt hier gesagt, okay, blitzig ist nicht, Sonne ist schön, wunderbar. Also habe ich meinen kleinen Aufheller gepackt und habe das Licht so ein bisschen von unten wieder gespiegelt. Ich wollte eine schöne, gleichmäßige, homogene Ausleuchtung haben. Auch jetzt hier mit einem 24-70 fotografiert, 70 mm, schön offenblendig, um diese Bäume, die wir hatten, als kreativen Störer einzusetzen.
Ja, weil ich jetzt, ich sag mal, wenn ich jetzt auf Blende 8 gemacht hätte, hätte man die Bäume ja konkret gesehen, dann wäre ein Ast rausgeragt, sieht alles andere als schön aus. Mir war es wichtig, dass ich das so kreativ einfange. Wenn wir da hochgegangen sind, du bist völlig am Arsch und diese Jungs, die machen das tagtäglich, die sind fit wie ein Turnschuh und die lachen dich aus. Dann haben wir gesagt, okay, Jungs, Olli, Abfahrt jetzt, Vollgas, alles klar. Also nochmal alle Energiereserven gesammelt, paar Nüsse gegessen und dann ging es auch schon Abmarsch. Dann haben wir diese Fotos gemacht. Das ist so ein typisches Foto, was wir da gemacht haben. Schön runter. Wie habt ihr das gemacht? Ganz wichtig, diese Snowboarder, die fahren ungefähr mit 70 km/h 2-3 Meter an euch vorbei. Es ist unfassbar schnell. Da habe ich die Verschlusszeit so kurz wie möglich gehalten. 1/2000. Das unterschätzt ihr. Klar, ab 1/500 geht auch schon. Nein, wenn ihr so ein Licht habt, Gegenlicht, ballert ruhig alles zu. Geht auf Nummer sicher. Blende habe ich ungefähr 4 gehabt. Das war auf 24 mm, auch mal im 24-70 geschossen. Und bei solchen Fotos Serienfunktion eingestellt, AFC, den Autofokus auf Continuous gestellt und gib ihm hart, volle Kanne draufgehalten, 100 Bilder in Serie. Und wenn er das macht, dann kommen solche Fotos raus. Das war gar nicht geplant, das Bild. Aber jetzt ratet mal, welches von diesen zweien bei mir jetzt zu Hause über dem Schlafzimmer hängt. In meinem Schlafzimmer. Das ist es nämlich. Und das sind diese Fotos, die seht ihr meistens erst zu Hause in Lightroom oder in Photoshop. Ich bin kein Photoshopper, ich bin Fotograf, ich nutze Lightroom. Und das war nicht geplant, aber das fand ich so viel geiler, weil es wirklich diese ganze Energie zeigt dahinter. Und genau darum ging es mir auch. Aber gerade ihr als Fotografin, wenn ihr sagt, boah, ich interessiere mich für Sport, für Lifestyle, für den ganzen Drum und Dran, dann müsst ihr als Fotografin die Initiative ergreifen. Es reicht nicht nur, sich ein bisschen mitzudrehen. Ich habe gesagt, boah, stopp, 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 wacht mal eben kurz. Bin 10 Meter runtergerannt, also bei dem Gefälle im Tiefschnee. Rucksack da gelassen, war mir egal. Das Licht stand aber geil. Und dann habe ich noch so ein Foto gemacht, 10 Meter weiter. Einfach nur umgedreht, komplett anderes Szenario gemacht. Und ganz ehrlich, 5 Minuten später, alles zugezogen. Komplett stockeduster. Die Wolken kamen schon. Und ich bin froh, ich war total nass geschwitzt, bis auf die Knochen. Wo ich dann zu Hause und die Bilder gesehen habe, ich dachte, okay, hat sich gelohnt. War richtig cool. Ja, meistens sah das Equipment danach aber auch noch so aus. Selbst bei diesem sonnigen Tag sah das so aus. Und das war mein ganz normaler Arbeitsplatz für meinen Objektivwechsel. Ihr habt nicht immer die Zeit, ah, Rucksack und dann in die Jacke Objektiv rein. Und das Model ist schon am Runterfallen, dann ist er so, scheiß drauf, komm, stellst einen Schnee. Alles klar. Schnee reingestellt, Objektivwechsel macht, nichts passiert. Und ich kann nicht Rücksicht nehmen auf meine Kamera, wenn ich am Fotografieren bin. Wenn es anfängt zu schneien, dann schneit es halt. Ich kann da jetzt nicht irgendwie noch eine Plastiktüte rumpacken. Der Snowboarder ist in Abfahrt, da zählt jede Sekunde. Und das sollte aber auch genau Profi-Equipment ausmachen oder ein hochwertiges Kamera-Equipment. Das war mir wichtig dabei. Das hat es auch alles gemacht. Ja, aber nicht nur das Equipment hat gelitten, auch der Fotograf, also ich, ne? Sieht alles so cool aus. Aber gerade bei so schönen Bildern ist die Gefahr überall. Gerade so in Szenarien, die ihr nicht unterstreichen, die ihr nicht wisst, wo ihr in fremden Ländern seid. Mein letzter Snowboard-Urlaub liegt irgendwie so 7 Jahre zurück. Habe ich schon wieder vergessen, wie ich mich im Schnee zu verhalten habe. Und diese drei Brüder, das waren die Kamimura-Brüder, total die verrückten Cracks in Japan, alle skibegeistert, die machen, die rocken da alles komplett durch, total cool, aber die haben mich da gewarnt. Und zwar bei diesem schönen Foto, was ich ganz gerne mache, ich nehme mir Zeit, Sonne stand gut, keine Wolke am Himmel, ich so, okay Olli, relax, be cool, überleg dreimal, was du machst. Also bin ich um meine Models, wie ich das ganz gerne mache, um 360 Grad gegangen, hab geguckt, wo ist der beste Ausschnitt, was nehme ich für einen Hintergrund, Vordergrund, das war mal wichtig dabei. Und wie ich dann gerade so am Rumgehen bin, das kann man vielleicht so ein bisschen erahnen, da ist schon so eine Kante. Bei dieser Kante ging es ungelogen 100 Meter runter. Ich so, ja gut, komm, die ist jetzt hier, die ist jetzt so 3 Meter vor mir weg, kein Thema, da wird nichts passieren. Also ich gehe so rum, ganz entspannt mit meinem Rucksack auf Kamera, mache so ein paar Testschüsse, gucke, welchen Hintergrund nehme ich mir am besten. Und auf einmal ruft einer der drei, Ikenai! Ich so, oh, zurückgezuckt. Das heißt Stopp auf Japanisch. Wenn ihr diese Basiswörter habt, egal in welchem Land ihr seid, ihr mit Locals fotografiert, ist ganz wichtig, immer so Stopp, Go,
Pause, was auch immer, 3, 4 Wörter, dass er die kommuniziert mit denen. Die rufen das und da war bei mir sofort Alarm, Alarm. Hier stimmt was gerade nicht. Und in dem Moment habe ich gesehen, wie im Kino, ungelogen, ich schwöre, das war so, könnt ihr anrufen, das ist wirklich so, wie im Kino so ein Riss aufgetan, durch den Schnee durch, ich einen Rucksack genommen, Kamera noch irgendwie Schnee reingegriffen und schnell weggerannt. Und exakt in dem Moment ist der Schnee runtergestürzt. Es war nämlich nicht keine glatte Kante, wie man sie irgendwie so kennt, wie ich sie irgendwie kenne, wenn ich in Österreich snowboarde. Das war wie so ein, ja, wie so ein Wohnmobil, diese Alkoven. Das ist dann quasi hier und hier ist die Klippe. Wenn ihr hier drauf seid, plumpst ihr einfach mit runter. Also deswegen den dreien. Ich danke, dass die mich da gewarnt haben. Und was lerne ich daraus? Geht nie alleine irgendwo hoch. Das ist der Tod. Oder? Das ist jedenfalls nicht gut. So, aber ich war noch motiviert. Ich hatte richtig Bock. Ich habe die ersten Fotos in meinem Viewfinder gesehen, auf meinem Display, habe gesagt, boah, geil. Komm, lass mal so ein paar Minuten noch machen. Dann habe ich auch dieses Foto noch gemacht. Das ist übrigens der Kenzo gewesen, cooler Typ, Freerider gewesen im Ski-Bereich und haben auch das Foto noch eben gemacht. Klar, jetzt sagt der eine oder andere, ja, Olli, ist alles cool, ist alles gut, ist ja alles hell, ist ja alles easy. Ja, genau, was macht ihr, wenn es halt nicht easy ist, wenn es nicht hell ist, wenn das Licht nicht geil ist, die Sonne nicht weg ist? Haben wir ja auch gefragt. Aber was machst du, wenn es dunkel ist, stockeduster, siehst die Hand vor den Augen nicht, es ist Bär auf dem Berg, es ist kalt, du siehst keinen, du hörst keinen? Habe ich mir dann auch gefragt. Habe ich gesagt, boah, komm, lass mal wieder zu Hause, schön im Hostel, unter schöne Decke, schön am Heizofen, machst ein bisschen Photoshop drüber. Nee, weil dann hättest du nicht solche Bilder gemacht. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Das ist übrigens der Philipp, total der verrückte Serbe, total durchgeknallt. Der war drauf, der hat gesagt, boah, Olli, komm, scheiß drauf, lass jon. Ich so, alles klar, gehen wir los. So, und mit ihm habe ich dann wirklich so coole Bilder gemacht. Das war wirklich mitten nachts auf dem Berg. Was habe ich da gemacht? Ich habe da Zangenlicht aufgebaut mit meinen kleinen Handblitzen. Ganz wichtig. Ich hatte keine Zeit für Studioausrüstung, beziehungsweise ich kann nicht 2 Rucksäcke schleppen. Ihr müsst diesen Wege, musste ich alle zu Fuß gehen. Also Studioblitze zu Hause gelassen, kleine Blitze eingepackt, die aber trotzdem Dampf hatten, mit einem Powerpack gemacht. Zangenlicht gemacht, rechts und links, von vorne nichts. Von vorne reicht das tatsächlich, wenn man bei Zangenlicht fotografiert im Schnee, habt ihr noch genug Reflexionsfläche um euch herum, die das ganze Licht, das ganze Blitzlicht quasi nochmal hochwerfen. Ein natürlicher Aufheller rundherum. Mega sexy als Fotograf. Fand ich total cool. Aber ich wollte diese Fotos aber noch ein bisschen kreativer machen. Da habe ich mir gedacht, okay, legst du mal einen Schnee rein. Ich, bam, auf den Boden. Kameralinse zugeschneit, zu. Ich sage, egal, komm, bist du ab, geht schon irgendwie. Und dann habe ich aber solche Fotos gemacht. Und gerade bei sowas war es mir wichtig, ich wollte meinen Fotos eine Tiefe geben. Eine Dreidimensionalität wollte ich meinen Fotos verschaffen. Das habe ich dann auch gemacht. Und wie? Ich habe bewusst eine Vordergrundunschärfe erzielt. Da ich jetzt 3 Ebenen habe. Ich habe vorne meine Unschärfe, in der Mitte habe ich mein Model, was voll im Fokus steht und dann nochmal hinter den Berg. So wirkt mein Bild automatisch tiefer in einer letztlich flachen Landschaft. Und das haben wir dann so gemacht. Dann habe ich dem Philipp auch gesagt, boah Philipp, spiel mal so ein bisschen. Er hat gesagt, hey, wie Olli, wie spiel mal? Was soll ich denn da spielen? Ja, ich so, lehn dich an, werf mal einen Ski hoch oder lehn dich irgendwie cool an, lässig. Ja, okay, ich mach mal was. Hat er ein bisschen gemacht und irgendwann kam ein Flo rein. Er hat eigentlich nur ein bisschen rumgespielt und ich habe draufgehalten. Und erst in meinem Hostel habe ich gesehen, was das für coole Bilder sind. Dann habe ich die zusammengestellt und gesagt, boah, Leute, das muss ich zusammenstellen. Mega cool. Auch hier wieder 50 mm mit meinem 24-70, 1/160 fotografiert. Blitze waren so auf halber Leistung, waren bei den kleinen Blitzen nicht viel. ISO war dann auf 200, den Blitz damit so ein bisschen unterstrichen, Blende 4 und dann haben wir das dann gemacht. So. Wo wir die dann zu Hause gesehen haben im Hostel, waren wir hochmotiviert. Das war in der ersten Woche Japan. Und der Philipp so, boah Olli, die Bilder sind echt richtig geil. Ich so, ja, die sind cool, ne? Dann habe ich gesagt, boah, lass mal noch eine drauflegen. Ich so, boah Philipp, lass mal noch eine Schippe da drauflegen. Lass mal noch mehr machen. Und wenn du so einen verrückten Serben hast, der total crazy ist, und dann könnt ihr noch eine Schippe drauflegen. Und dann haben wir das hier gemacht. Das war Stockeduster übrigens. Ja. Und ich glaube, wenn man das alles gemacht hat, da kann man auch mal klatschen jetzt hier, oder? Also bei dem Foto, das ist schon mal,
Es war stockelduster. Und das ist aber auch Fotografie für mich. Das ist gekonnte Lichtsetzung, Planung, Vorbereitung. Ich habe meine Lichter eingemessen und mein Belichtungsmesser. Und das empfehle ich jedem, der sagt, oh, ich habe Bock auf Blitzlichtfotografie. Weil dann erspart ihr euch diese Rumprobiererei und diese Frustration, die ihr davon einfach habt. Belichtungsmesser, eBay, 30 Euro könnt ihr schießen. Mega cooles Ding. Also, was habe ich gemacht? Zangenlicht, rechts und links, Zange aufgebaut, Blitze, volle Kanne. Von vorne einen kleinen Handblitz gemacht, halbe Leistung ungefähr, die Blitze eingemessen auf meine Blende, die ich vorgewählt habe. Blende 2,8. Ich brauchte so viel Licht wie möglich, also Blende 2,8. ISO. Ah, hatte ich ISO 1250 gehabt. Und das ist auch ein super geiler Tipp. Wenn ihr keine Profi-Blitze habt, wenn ihr kleine Blitze habt und ihr seid total frustriert, boah, kriege ich nie hin, viel zu groß die Ausleuchtung, dann dreht den ISO hoch. Der ISO unterstreicht Blitzlichtfotografie, gerade im Outdoor-Bereich. Unheimlich cooles Feature. Und wenn wir gerade als Hobbyfotograf, als Profifotograf eine Kamera haben, geht ruhig 1600 ISO. Das ist gar kein Thema. Macht das ruhig und nutzt das aus. Also, aber keiner wusste, wir haben 6 Stunden vorbereitet. Blitze aufgestellt, bei Tageslicht geguckt, welche Position, welcher Spot kann ich nehmen. Das haben wir alles gemacht. Da haben wir jetzt natürlich, wie ist der jetzt da drauf gekommen? Kriege ich immer so zu hören, Olli. Wir haben vorne einen Kicker gebaut, da hinten rechts. Also ein Kicker bedeutet so eine kleine Sprungschanze, ungefähr kniehoch. Und haben wir einen Seilzug gebaut, was man auch so kennt vom Wasserski. Einen Seilzug haben wir mit den japanischen Locals haben wir selber gebaut, aus dem alten Motorroller irgendwie ausgebaut. Und wie das halt so ist mit Do-it-yourself-Sachen, nach dreimal ist er uns abgeraucht. Nach dreimal ziehen, also dreimal auslösen. Und dann musste so ein Bild im Kasten sein. Weil danach war erstmal 2 Wochen Pause. Da ging nicht einfach sowas neu. Und nach dreimal auslösen war es tatsächlich so im Kasten. Aber auch nur wegen meiner Vorbereitung, wegen meinen Lichttests. Dann seid ihr vorbereitet. Und dann braucht ihr auch nicht 1000 Mal auslösen. Da reichen 5 Auslösungen. 5. So haben wir es. Reichen 5 Auslösungen. Ihr kennt das. Klar, ist alles immer so schön vorbereitet, schön mit Blitzlicht, immer schön hell. Aber meistens sah es ja so aus. Okay, dann haben wir jetzt kein Blitzlicht dabei gehabt. Wie zur Hölle kriegst du das jetzt hin? Klar, da bist du total frustriert, guckst durch den Sucher durch, denkst der Sucher, okay, wird schwierig, guckst auf dem Display, das fertige Foto, denkst du so, ach du Scheiße, da geht ja gar nichts mehr. Lass mal einpacken, dass wir ein paar Tage wiederkommen. Kommst ein paar Tage wieder, sieht es aber genauso aus. Der Zeitdruck voll im Nacken. Und Leute, wir als Profifotografen, wir als Hobbyfotografen oder Puristen oder Etouristen, wir haben da was, das nennt sich RAW-Format. Und nutzt das aus. Ihr fotografiert wahrscheinlich eh alle im RAW-Format. Und wenn ihr ein RAW-Format macht, dann kriegt ihr aus solchen Fotos das hin. Und das ist kein Photoshop. 0,00. Nur Lightroom. Und ich habe da wirklich den Dynamikumfang meiner Kamera volle Kanne ausgenutzt. Und das kriegen eure Kameras hin. Und macht das auch mal. Seid nicht frustriert. Ihr müsst draufhalten. Einfach machen. Rausgehen und machen. Das war das Wichtigste. Das ist übrigens die Aijan, Aijan Sato, auch eine Profi-Skifahrerin. Das ist die Teamriderin von HAT von Japan. Bekannte Skifirma, wenn einer die von euch kennt. Mit der haben wir dann so Fotos gemacht. Haben wir uns auch nicht frustrieren lassen, haben wir da auch einfach draufgehalten, so Fotos gemacht, Wetter war uns egal und RAW-Format volle Kanne ausgenutzt. Kein Blitzlicht, haben wir auch wieder hier mit meinen 70-200 habe ich da fotografiert, auf 200 mm rangezoomt, auch relativ offenblendig, war glaube ich so 3,5 Blende abgeblendet, ISO, da war so 200 um den Dreh und dann kriegen wir so Fotos hin. Auch wieder kein Photoshop, einfach nur Lightroom. Ja, und ich sag mal so, ihr habt das Foto ja gerade gesehen, wie es unbearbeitet aussieht. Und so sah es ja wirklich aus. Und für alle die, die vielleicht schon mal Snowboarden gegangen sind, die Ski gefahren sind, da habt ihr so eine Brille auf, so eine Skibrille. Und ihr wisst, dass diese Sicht noch viel beschissener aussieht, wie das, was ihr jetzt gerade seht. Da seht ihr nämlich gar nichts. Die ist beschlagen, die ist nass, ihr seht nichts, ihr seid frustriert. So, und genau da in dieser Mitte, ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann, dieser Yeti oder Steinhaufen, was das ist, das war mein Model. Ah, und wenn ich sag mal, wenn das mein Model ist, es war aber nicht nur mein Model da oben, das war ja auch gleichzeitig meine Lebensversicherung.
Ah, und wenn ihr das habt, diese Sicht auf eure Lebensversicherung, die euch wie immer langsam mehr und mehr sich von euch entfernt, dann kriegt ihr so ein bisschen Muffensausen. Ja, und ich sag mal, da habe ich auch mal hier so ein kleines Video zusammengefasst. Also einfach nur das allerletzte Video, was ich mit meinem Leute, iPhone gemacht habe. Ich bin gerade beim Backcountry-Shooting. Bevor mir es abgeraucht ist. Und ich kann euch sagen, ohne meinen lieben Guide wäre ich schon längst draufgegangen. Hier geht einfach nichts. Ja. Und wie ihr euch vorstellen könnt, was macht der Olli? Da hat sein Guide verloren. Hut ab. Ja, war richtig geil. Ah, wie ich dann so meinen Guide verloren habe, der kam auch nicht mehr wieder. Das war Backcountry. Da war nichts. Da gab es nichts. Ihr habt die Sicht gesehen. Ich muss das Video aufhören, sonst hätte er gar nichts gesehen. Also sprich, nach 50 Meter ist er out of order. Den siehst du nicht mehr. Den findest du auch nicht mehr. Keine Chance. Also war der weg. Hing ich da alleine im Schnee. Mit meinem 25-Kilo-Rucksack. Snowboard angeschnallt. Und so langsam wurde mir kalt. Und ich bin immer tiefer und tiefer gesunken in den Schnee. Und irgendwann hängst du so im Schnee. Das ist Powderschnee. Das ist feinster Puderzucker. Da kommst du nicht irgendwie wieder raus. Also hängst du da drinne. Ist okay. Bleibst du doch relativ cool so. 10 Minuten. Und so, wo du nach 30 Minuten endlich das Snowboard freigeschnallt hast, wird dir kalt. Und wenn du nach 3 Stunden 200 Meter weit gekommen bist, dann kommst du an einen ganz ekelhaften Punkt als Fotograf. Dann denkst du dir so, boah, lässt du dich einfach diesen schäbigen Rucksack zurück und guckst, dass du irgendwie weiterkommst, alleine ohne Rucksack, oder versuchst es mit Rucksack, ist immer viel schwieriger. Das Problem ist halt einfach, wenn ihr wisst, dass das in eurem schäbigen Rucksack drin ist, dann, ich weiß, muss ich euch nicht erzählen, dann wird es schwierig. Ne? Und ich sag mal so, es geht ja nicht ums Objektiv. Dann sage ich Tamron, hey, habe ich verloren, komm, mörder mir ein neues, dann kriege ich es irgendwie hin. Es geht auch nicht um Reflektor oder um einen Ausweis. Das kann man alles machen. Lebenswichtig. Aber was viel wichtiger ist für mich als Fotograf, das sind meine Bilder, die da drin sind, in meinem Rucksack. Das sind meine Kinder. Ich kann meine Kinder nicht einfach zurücklassen. Das geht doch nicht. Aber es ging auch nicht. Und was kam? Nach 3 Stunden kam endlich meine Bergrettung tatsächlich. Und warum kam die ohne Guide? Ich hatte einen GPS-Sender dabei gehabt, der immer meine GPS-Koordinaten im Minutentakt zu der Bergrettung zugefunkt hat. Und das ist das Allerwichtigste. Macht euch ein Backup. Nicht ein Backup für eure Fotos, macht euch in solchen Situationen ein Backup für euer scheiß Leben. Das ist das Allerwichtigste. Ich weiß nicht, ob ich ohne diesen GPS-Sender hier wäre. Aber wie das so ist, bei Zufällen haben wir durch zufällig noch diesen Tempel entdeckt. Wir sind ja ganz woanders rausgekommen, wo wir rauskommen wollten. Und da haben wir die zwei gepackt. Da habe ich gedacht, ey Aijan, der ist so geil, wir müssen ein Foto machen. Halbe Stunde, alles klar. 2, 3 Blitze aufgebaut, wieder vorne. Dann meinen Blitz aufgebaut mit einem Reflektorschirm. Leichten Diffusor drauf vorne gepackt, damit es so ein bisschen soft wird. Wieder ein bisschen Zangenlicht, 2 auf den Tempel drauf, Foto gemacht. Und dann ist das raus entstanden. Und das ist mit aus meiner Reise das beste Bild, was ich gemacht habe. Das ist auch nur deswegen entstanden, das ist übrigens bei 15 mm, meinem Tamron 15 bis 30 entstanden, bei Blende 4, Verschlusszeit 1/160 ISO 100. Und ich hätte dieses Foto nie gemacht, wenn wir beim Backcountry-Shooting 3 Stunden vorher nicht mein Tamron 2470, mein Hauptarbeitstier, in den Schnee gefallen wäre. Und ich meine in den Schnee gefallen, mit allen Kontakten offen, so in den Schnee rein. Ich musste so reingreifen und es wieder rausholen. Und ich sage euch eins, ich bin so verdammt froh, dass mir das passiert ist. Weil sonst hätte ich wahrscheinlich keine Porträts mit 15 mm gemacht. Und das ist jetzt eins meiner besten Fotos. Oh, sind wir jetzt auch langsam am Ende angekommen, aber was lernen wir daraus? Was lerne ich daraus persönlich aus meiner Reise? Aus meiner Reise lerne ich einfach, wenn ihr sowas macht, geht Risiken ein. Also kalkulierbare Risiken, immer mit dem Backup bereit, ne, das ist das Wichtige. Ihr müsst aber auch die Leute kennenlernen. Ihr müsst an denen an Orte gehen, die ihr sonst nie vorher gesehen hättet. Und nur so werdet ihr auch big in Japan. Danke, das war mein Vortrag und danke fürs Zuhören. Danke euch. Vielen Dank auch, Oliver Gütz. Danke. Super interessanter Vortrag, wie gesagt, und ich glaube auch eine ganz, ganz tolle Reise. Steht schon die nächste Reise an? Ja, tatsächlich. Wo geht's dann hin? Auch wieder Japan? Wieder Japan. Dezember geht's los, wir machen jetzt die nächsten Vorbereitungen und gehen wieder nach Japan. Gibt es Fragen hier im Publikum? Wir haben noch 2, 3 Minuten, falls es Fragen gibt, die wir direkt hier beantworten können. Einfach raus damit. Ja, hier vorne. Bitte.
bin zu Hakuba in Pinza. Mal. Chris, machst du ein Hakuba? Ja. Yeah. Du warst ja dort im Winter. Gibt ja, es auch ja. eine Fotoserie aus dem Sommer? Ist das die Frage, richtig? Ja. Nee, ich war leider nur im Winter da. Ja. Schade, aber vielleicht, ja, vielleicht im nächsten, nächstes Jahr dann. Vielleicht im Sommer nächsten wieder. Jahr. Ja. Gibt es weitere Fragen? Ja. Ansonsten stehe ich ja auch noch hier vorne ein bisschen. So sieht's aus. Kann man gerne zu mir kommen, helfe ich euch gerne weiter. Oliver, gut, ich wünsche dir auf jeden Fall für deine nächste Reise alles Gute. Du bist ja, glaube ich, morgen aber auch noch mal hier, richtig? Ich bin morgen und Samstag auch noch hier. Morgen und Samstag, also falls ihr da noch mal Lust habt, kommt gerne vorbei. Vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön, Olli. Ciao, ciao.